Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Nur Idioten nehmen die Treppe, wenn sie sich teleportieren können. Oh, ich kann mich offenbar nicht richtig teleportieren. Bin zu blöd dafür. Komm, da hoch, Corvo. Dankeschön. Wie bin ich hier gelandet? Wir haben letztes Mal Sokolov entführt. Irgendwie komme ich hier gerade nirgendwo voran. Okay. Sind jetzt wieder zurück am Houndpits Pub. Schöne Aussicht von hier. Sieht man die Brücke? Ist das da hinten die Brücke? Glaube ich nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich gucke mal kurz bei Emily vorbei. Vielleicht hat die mittlerweile was Interessantes zu sagen. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Sieht gerade eher ein bisschen nach einem Albtraum aus. Das Bild. Dumpadum. Oh, da liegt noch Erz und na, weiß ich. Dumpadum. Ist da noch was? Nee. Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? Das klingt nicht so gut. Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Manchmal ruft sie nach Ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Gut, das war zu erwarten. Leider. Dann kratzen wir die Kurve. Auf ins Bett. Wop. Wop. Haha, genau, ich wusste es doch. Lord Pendletons Belohnung. Ich wusste, dass wir da noch was für kriegen. Corvo, die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich. Darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich auf ihre auf andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Lord Pendleton. Ja, ob du sie wiedersehen... Betäubungsspritzen? Habe ich schon wieder voll gekauft. Scheiße. ob er sie wiedersehen wird, ist ja fragwürdig, wenn die jetzt in ihre eigene Mine schuften, aber... Naja. Ich will jetzt noch nicht schlafen. Nein, sei zum Ausruhen. Naja. Wir haben sie auf jeden Fall nicht getötet. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Können wir machen. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Das sah letzte Nacht noch nicht ganz so aus. Hi. Okay. Ich bin da mal weg. Und geh zu unserem Freund Sokolov. Alten Schnarchnase. Naja. Schnarchen. Ah, Pendleton. Hi. Es geht. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Ach ja, das mit dir und den anderen beiden haben wir ja gesehen. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Hallo. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ach, ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lord Regenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen.
Und Schlimmeres. Wie lange, bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten. Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Mhm. Haben wir das schon mal gelesen? Ich glaube schon, ne? Im ersten Kapitel. Also, mit dem Oberaufseher. Was ist das hier für ein Ding? Ach, da drin ist eine Luke! Und was jetzt? Verschlossen. Das ergibt Sinn. Hey, du. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch. Ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär. Uff. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören! Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen! Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu Ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird Ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja. Sie werden sich unter Sie mischen, wenn Sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Ja. Oh. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Ich weiß, was das mit der Notiz auf sich hat und muss ganz ehrlich sagen, ich werde diese Nebenmission nicht machen. Das kann ich aber erklären, sobald wir da sind. Hallo Emily, ich kann nicht mit dir reden. Donald nicht. Der einzige Mensch, der immer ab und zu zumindest, ein bisschen fröhlich wirkt. Schon wieder, der hat die nächste Mission, aber ich glaube, es gibt nichts wirklich, was wir machen können, oder? Gibt es ihm gerade was Neues? Nö. Okay, los geht's. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Muss passen. Das Boyle-Anwesen. An die Mission erinnere ich mich und ich muss ehrlich sagen, ich mag sie eigentlich sogar einigermaßen. Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Tallboys, da oben sehen wir sie schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Mensch da oben drin ist oder ob das irgendwie eine komische Maschine oder sowas ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Typen stark sind. Und nervtötend. Feier der Boyles. Da müssen wir hin. Eine der Boyles ist schuldig. Welche ist noch unklar? Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um die Zielperson zu finden. Richtig. Richtig, richtig. Und ich muss ehrlich sagen,
das ist, glaube ich, sofern man einmal erst beim Maskenball angekommen ist, ist das die einfachste Mission ever. Wirklich. Pendletons Notiz, ja, tut mir leid, kann ich nicht machen. Finde einen Weg ins Innere des Boiler-Anwesens. Okay. Da ist der Knopf. Ach, einfach mal rüber. Achtung, Bürger. Räumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Das erscheint mir gerade nicht so wirklich intelligent, aber kann ich da einfach rüber? Zum Tallboy? Oh, da ist... Da ist was. Ist das ein Gemälde? Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Hey! Alter, du hast jetzt 3 Bolzen abbekommen! Nur 2 zählten irgendwie nicht. Gute Munitionsverschwendung! Mist, das ist eine Gebietskarte! Neuladen! Das ist mir die Munitionsverschwendung jetzt echt nicht wert! So. Rüber. Ich glaube, ich versuche es echt mal auf die ganz blöde Methode und schleiche mich da quasi einfach rüber. Das ist der von gerade, genau. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle fest. Feuer der Boys. Da vorne ist der Tallboy. Und ich werde jetzt einfach über diese scheiß Brücke gehen. Ich sehe nämlich keine Lichtmauer, also kann ich da einfach durch. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und... Ach so, hier ist eine Straßensperre. Okay, das ergibt Sinn. Ist aber relativ einfach, hier hinzukommen. Komm ich da oben drüber? Ich mir das irgendwas hier zu sein? Ich da rein? Nö. Da hinten diesen Tallboy. What the fuck, wo kommt ihr her? Nein, ganz ehrlich, wo kommen die her? Nochmal! Komme ich da hin? Ich glaube, es gab wirklich irgendwie einen Weg, der durchs Wasser führt, aber das war manchmal so ziemlich der blödeste Weg. Bürger, räumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer. Da ist das Haus. Könnt ihr mal auf der anderen Seite versuchen. Ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. So. Oh. Mist. Muss es verstehen. Mist, hier sind nur noch Ratten. Verdammt, kann ich mich hier nirgendwo frei bewegen? Das sieht wie eine Gruppe von Weinern aus. Moment, doch, ich muss in dieses Haus rein. Wenn ich da oben hinkomme, komme ich wahrscheinlich über die Mauer. Doch so die Orten. Scheiße. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn noch mal in die Vorstadt! Die will ich natürlich nicht verpassen. Warte mal. Der ist es, glaube ich. Darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet, dass ich ja wieder. Hallo Samuel! das wird allmählich zur Routine. Bürger, räumen Sie die Straße.
Ach du Scheiße. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen. So, da oben muss ich irgendwie hin. Ups. Die nächste Fähigkeit wird zu wechseln. Hoch da. Hoch da. Da drin ist ein Weiner und da sind noch ein paar Weiner. Ausschalten. Das läuft wirklich schon fast routinemäßig ab hier. Mana-Elixier. Mitgenommen. Knochenartefakt. Perfekt. Was haben wir da für eins? Wirbelwind. Du schwingst das Schwert schneller. Brauche ich nicht. Verdammt, 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 verdammt. Ich bin heute zu blöd zum Zielen, kann das sein? Gut. Nehmen wir die Rune. Unterwegs zu einer Feier, Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Und das ist ganz interessant, dass uns das gesagt hat. Weil es natürlich auch wieder eine Möglichkeit gibt, dass wir sie nicht umbringen, sondern lebendig hier rauskriegen. Ah, noch was? Nur ein kleines bisschen Beute. Lumpengräfin. Okay, interessant. So, jetzt wieder... Jetzt muss ich wieder da hinten hin. Scheiße. So, hier ist nix. Da. Okay, das sollte ich mich vielleicht noch holen. Wie schalte ich euch zwei aus? Ich weiß gar nicht, ich könnte die Brücke benutzen. Ich versuche mal die beiden nicht auszuschalten, speichere stattdessen und arbeite mich da einfach einmal durch. Lady Boyles letzte Feier, ja. So wie der Outsider sagte, egal wie wir es machen, es wird ihre letzte. Zack. Runde des Flusses, wie es scheint. So. Noch eine Rune. Windstoß, Rattenschwarm. Tja, nee. Fähigkeiten, die es für uns nicht gibt. Ich will gerade mal was ausprobieren. Der Hals da ist. Bin scheinbar nicht angezeigt. So. Ich muss mal wieder zurück da hinten hin. Oh, yes. Das geht wirklich. Noch ein Achievement. Ich habe davon gelesen, dass man halt Fische auch, also auch von Fischenbesitzer greifen kann, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Und es ist interessant. Ich komme hier nicht aus dem Wasser raus. Okay. So, der Fisch ist natürlich auch tot, genauso wie die Ratten. Von Schwimmter. Aber ich bin wieder hier hinten, kann mich gleich wieder vorne in die Gasse aufmachen und werde mich dann oben durchs Haus arbeiten.
Wunderbar, klingt doch noch ein Plan. Das machen wir jetzt erst beim nächsten Mal. Bis dahin.